viel zu leicht. Leben am Limit. Leben am Limit. Schon gut. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf dem Strong Living YouTube-Channel. Diesmal mit dem lieben Alex. Wir werden heute zusammen eine Session ballern im Fitness in Wien. Wir werden einmal das Fitness auschecken. Und heute steht Upper am Programm. Genau, da werde ich ein bisschen mitmachen, werde aber ein bisschen mehr Rücken und Schultern draus machen. Yes, wir schauen uns jetzt das Fitness an und starten los. Let's go. Das ist quasi vom Speedfit sind wir ins Fitness gewechselt. Wir haben uns jetzt mal einen kleinen Eindruck vom Studio gemacht. Du warst ja schon seit 2017 nicht mehr da. Das ist schon lange Zeit her, 2017, 2018 sowas. Ja, also wirklich ewig und Maschinen sind sehr cool. Also wir werden ein sehr cooles Training machen können und haben auch gleich eine Waage gefunden und werden jetzt mal schauen, wer schwerer ist. Weil nicht wer schwerer ist, sondern das Kampfgewicht checken, damit wir bei Bedarf nach relativem Körpergewicht judgen können, wer stärker und schöner ist. Jetzt nämlich. Perfekt. Schauen wir uns mal an, wer schwerer ist. Ja, genau. Schauen wir mal. Noch Handy und so eingesteckt. Ja, ist schon du musst auch eingesteckt werden. Mhm. Alex, geh runter mit deinem Fuß. Weg. Also, was hatten wir? 111. 111? Nein, 103 glaube ich so. 103, geh nochmal drauf. Ja. Die Waage. Jetzt unter Fernbedingungen. Nein, sogar 102,76. Perfekt, oder? Perfekt. Schon perfekt. Aber jetzt besonders schwer. Ja, der überbietet nicht. 125. Na. Ja, 96. Schon stabil. 96, nehmen wir. Nehmen wir, stabil. Ich mache ja heute ein bisschen mit Alex mit. Wir starten jetzt mit so einer Hammer Strength ISO Lat Row und machen die im Stehen, weil dann ist die Widerstandskurve halt noch einmal cooler, weil sie gegen Ende der Bewegung halt mega leicht wird. Immer viel zu leicht. Leben am Limit. Leben am Limit. Erste Übung ist jetzt schon einmal durch, war sehr stabil. Ist auch ziemlich gut gegangen, weil wir haben ja gleich den ganzen Pin voll gemacht. Mit einer sehr komischen Plattenordnung. Zuerst Bumper Blades und dann dünne Scheiben, aber auf alle Fälle schon sehr effektiv. Jetzt geht es weiter zur High Row. Was trainieren wir bei der High Row? Also ich werde es so ausführen, dass ich primär den Trapez versuche zu erwischen, die horizontalen Latzfasern und ein bisschen Teres Major, aber der Latissimus ist ja so oder so eh auch immer mit dabei, plus ein bisschen hintere Schulter. Ich mache da mit. Geht schon.
Yes, High Row ist jetzt auch geschafft. Für mich schon richtig pumped. Hat wahrscheinlich auch mit dem Craft Pump Booster zu tun. Hier große Empfehlung, Evo Craft Pump Booster unbedingt checken. Ist richtig, richtig gut. Und wir gehen jetzt weiter an einen Single Arm Lat Pulldown. Und Alex hat da eigentlich immer den Nautilus Pulldown. Heute werden wir das Ganze im Knien am Kabel machen. Und ja, wird gut. Let's go. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass wir das können, oder? Dass das überhaupt möglich ist? Naja, wir haben einfach von 41 Kilogramm einfach zwei Plates gesteckt. Und es waren halt 22,5 Kilo mehr, also eigentlich gar nicht so viel mehr. Es fühlt sich wie 1000. Aber jeder kennt das, man muss jetzt die zweite Seite auch machen, sonst fühlt es sich nicht gleich an. Hoffentlich. Hat das niemand gesehen? Der war besser. Wir haben jetzt mit der ersten Übung die horizontalen Lattfasern frittiert. Nachher eben sind wir zur High Row gegangen, haben dort eben den Trapezius und wie der Alex schon vorher erklärt hat, mehrere Muskelgruppen da mitgenommen für mich. Dann haben wir den Single Arm Lat Pulldown gemacht, wo wir die vertikalen Lattfasern eher mitnehmen. Und für mich gibt es jetzt noch eine Low Row, auch für den Upper Back. Und ja, dann habe ich eigentlich Rücken so ziemlich abgeschlossen. Der Alex ist jetzt schon weiter an eine Incline Chest Press gegangen, weil der macht seinen Upper Duck fertig und wir treffen uns dann beim Seitheben und wahrscheinlich ein bisschen Arme wieder. Low Row ist geschafft, somit ist der Rücken jetzt einfach durch. Weiter geht es bei mir jetzt mit Schultern und dann schaue ich, wie weit der Alex ist. Der pumpt nämlich gerade die Arme durch und macht vielleicht noch ein bisschen Bauch etc. ja, dazu. Kleiner Reminder, was richtig gut ist während dem Training, beziehungsweise eigentlich über die ganze Trainingslaufbahn, ist, wenn man Logbuch führt. Ich habe das Logbuch von Das Gym, gibt auch ein sehr cooles Logbuch von LTS, unbedingt auschecken. Und ich schreibe da jede Session mit, also wirklich jede Session, auch wenn ich woanders trainiere, schreibe mir das Gym auf, in dem ich trainiere und Co. Weil sollte ich irgendwann einmal zurückkommen und wieder in dem Gym trainieren, weiß ich einfach bei der Maschine, was ich genommen habe. Und weiß natürlich auch, ob ich stärker geworden bin, beziehungsweise schreibt mir auch natürlich mit, ob ich von Session zu Session stärker werde, beziehungsweise auch alle Einstellungen von den Maschinen. Also Logbuch ist wirklich unersetzbar. Pro-Tipp. Wie schaut's aus? Ich kann gar nicht mehr reden. Wie schaut's aus? Gut emuliert, obwohl es jetzt nicht super mega viel ist. Ungewohnte Maschinen, ungewohnte Intensitäten, das eigentlich nicht. Aber fühlt sich auch alles ein bisschen anders und ermüdender an. Plus tatsächlich bin ich ein bisschen fertig von den Lats von der Woche eigentlich. Großer Gewichtsdrop, vor nicht einmal einer Woche habe ich noch 95,6 gewogen. Heute in der Früh waren es 94,1. Geht bergab. Ich glaube noch immer, dass unser 2-Rep-Max-Versuch Single Arm Lat Pulldown noch immer gut fried. Das kann auch gut sein, ja. Yes. Aber jetzt so noch ein bisschen Bizeps, bisschen Trizeps, bisschen seitliche Schulter und dann sind wir durch.
Yes, wir sind jetzt bei der letzten Übung angekommen, gehen da an die Atlantis Machine Lateral Race. Alex hat jetzt noch Arme gepumpt. Ich habe ein bisschen Seitheben noch gemacht, auch für die Schulter mit den Kurzhanteln. Und jetzt schließen wir beide ab. Es wird noch jetzt mal das Ende. Genau. Jo Leute, das war jetzt noch ein kleiner Einblick in unsere Off-Season-Form und ein Battle zwischen Alex und mir. Ja. Ja, genau. Und yes, also das war's auch mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es in den Social-Media-Kanälen, kommentiert, liked und subscribt den Channel. Und noch eine ganz wichtige Info, ihr könnt natürlich den YouTube-Channel mit dem Rabattcode PEAT bei einer Evo-Bestellung unterstützen. Und seit letzten Sonntag ist auch das Evo Sleep wieder verfügbar. Deswegen checkt euch das, schlaft's gut und bis zum nächsten Mal.